Club. Auf jeden Fall super geil, aber ich bin ja überlegt, super geil. Ey, vor allem mit so Fox. Mit so Foxen auf dem Bildschirm. Zu Heide, was? Ja, yeah, mit so Foxes auf dem Bildschirm ist schon. Die, ich finde, die scheißen immer alles ein bisschen mehr vor. Ja, es wird so viel unüberschaubarer damit. Safe, ja, ja, Vorteil. Es ist halt egal, was wir machen, so ist eh gut. Was? Die können halt irgendwie random Sachen machen und es ist halt eh gut. So. Was, Fox? Ja. Ja. Das stimmt. Youngling kann sich das nicht leisten, zum Beispiel. Jedo Doubles in der Spiele. Nee. Eigentlich nicht. Jedo Nummer 100 ist Double Tradition. Ab 100 ist nur noch Doubles. Komm, ab 100 ist nur noch Crews. Exklusiver Infodrop übrigens für alle Jedoler. Jedo 100. Es gibt einen Pott Bonus. Jeder 100 Euro. Es gibt einen Pott Bonus. Jeder 100 Euro. Jeder 100 Euro Pott. Ja. Haben wir uns so als Konzept überlegt. Jeder zahlt 100 Euro Pott. Also vor allem Niki und alles davon, geht an mich. Jeder 100, das Community-Geld wird auf alle Teilnehmer ausgezahlt. Ja, aber halt nur das, abhängig davon, wie oft du da warst. Genau. Das ist nach Prozentzahlen. Ja. Also wer am meisten da war, der kriegt am meisten Geld. Ist fair, okay, ja. Ja, ist abgezeichnet, das Konzept. Ich glaube, Polo kriegt safe auch so 30 Euro, oder? Hier dann Uni und Pott. Sounds good. Was meinst du, wer dann am meisten kriegt? Ich? Nee. Ich war halt ein halbes Jahr nicht da dann wegen. Aber ich war halt sonst immer da. Tja. Zählen dann noch die Meltdown-Weeklies oder what? Ja, alle, die Jedo heißen würde ich. Ah, wohl, nee, weil es Jedo reloaded. Also 100 Weeklies hier quasi. Ich hab safe so 20 verpasst dann, weil ich weg war. Ne? Kannst du eigentlich mal hier das Stream-Layout anpassen? Ist alles gut? Spielen immer noch Lil Fruzy und Kusch auf Guss? Ey! Kusch auf Guss! Kusch auf Guss! Ja! Nice! Das ist ein richtig... Gerne aufs Grund von YouTube alles abchecken. Ist das deine Gang oder was? Ja, ein Syndikat, wenn man das. Ein Syndikat? Syndikat? Ja, ja, das ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das nicht irgendwie was mit, ihr habt ganz viel Geld? Ja, und beschäftigt sich mit organisiertem Verbrechen. Ah, sowas wie das, was Kuschaufguss macht. Natürlich. Die Kuschaufguss macht. Kuschaufguss, wissen die wenigsten, hat sehr viel Geld und beschäftigt sich mit Verbrechen. Wissen die allerwenigsten. Das weiß halt einfach keiner. Ist nur im Untergrund bekannt, würde ich sagen. Ich finde lustig, dass irgendeiner da einen Twitch-Account mit A4JRK ist. Ist eigentlich Wobbling erlaubt? Im Team erlaubt? Ja. Okay. Scheinbar. Ist das Marley, glaube ich. Ich weiß es nicht. Warte, wir wissen deren... Marius Twitter hat ja auch gelöscht jetzt. Ja. Ey, übrigens, mir hat Freund voll cute, weil Kono ja nächste Woche kommt. Ja. Noch einer, der nächste Woche kommt, der hat mir heute privat geschrieben, also, dass er es leider nicht schafft, weil er eine Schicht in der Apotheke übernehmen muss. Also, okay. Und es ist Solid Smoke, aka Gale, der letztes Mal auch da war. Also. Der, er hat sich voll, also, tut mir voll leid, aber ich muss jetzt noch eine Schicht in der Apotheke. Aber nächste Woche komme ich auf jeden Fall. Ich so, oh, wie cute, nächste Digga. Woche möchte eventuell auch Longo kommen. Yo, let's fucking go, das wäre so sick. Ich würde einmal... Der hat einen stabilen Magen, Alter. Achso. Achso, ja, wegen WhatsApp. Dann können wir dich in die WhatsApp-Gruppe schmeißen. Richtig und wichtig. Da gibt's jetzt, in Doubles ist erlaubt. Was soll ich? Ich wurde nice. Ich werde gewobbelt in meinem Lieblingsspiel. Was soll ich tun? Get his ass, Marley. Trag dich aber mal ein. Und dann pack dich einfach rein. Da hast du ja alle Nummern eigentlich. So. Geh mal ein bisschen an. Tschüss, war schön. Wer verabschiedet sich Dennis gerade? Nee, geht nicht aufs Klo. Lippen wieder. Ja, der Kuscher auf Kurs. Was da? Niklas Downgrade. Ja. Was ist das? Mal checken, ob ich hier WhatsApp abstellen kann. Nein, der Ofen ist gut. Falsch gemacht. Genau. Oh mein Gott, hier sind Doubles. Hier übrigens steht 1 zu 0, glaube ich. Steht 1 zu 0 für. Marley.
für das bessere Team. Ben Marley 8. Ich finde es sehr ironisch übrigens, dass das Baumwolle mit einem wobbelnden Icy zusammenspielt gerade. Nature is healing. Danke dir. Gut. Dann. Genau. Mit K. Ja, du siehst eh gar nicht alles in der Gruppe drin hier. Oder? Nein. Gehen das doch mal hier da. Teilnehmer zufügen. Oh. Finde ich WhatsApp gerade nicht. Oh shit! Ich hätte, dass deine Nummer richtig ist. Nummer ist richtig. Komisch. Ja, ich bin Donnerstag, ich bin dabei. Und los geht's. Nice, Marley. Schwarley. Warte. Mhm. Ich schreibe dir erstmal. Malale. Jo. Und dann muss ich eh keinen Pappe können. Ansonsten schicke ich dir den Link. Mhm. Da. Lame. Oh. Und Pack. Um auch zu finishen. Natürlich. Baumwolle macht hier Chip Damage. Baumwolle macht Chip Damage. Oh shit, he's kicking away. Macht's mal. He's taunting him. Oh, holy shit. Und er bringt's auf. Yo. Oh, right. Baumwolle hat wirklich Legenden. Alle seine Ethics einfach abandoned. Wieso Ethics? Das war sick as fuck. Ja. Ja, er heißt Baumwolle 8. Weil er heißt Baumwolle 8. Ach so, ja, natürlich. Nicht mehr. Wer ist jetzt? Endo Rides. Ach stimmt. Deutsche Dario. Deutsche Dario. Dario heißt auf Netplay einfach Please Go Vegan und dann Smiley. Das ist auch so geil. Guter Name. Mega. Auch wie lieb er sagt das Please und dann macht er so Smiley. Er hat einfach so, er forst es nicht, aber er sagt, ich habe schon eine Agenda hier auf eine Art. Also. Oh mein Gott. Also sie holen das Back oder was? Ist jetzt Team Steam. Wer holt was weg? Ich finde das tatsächlich ein bisschen verwirrend, hier zuzuschauen. Ja, man sieht die Stocks nicht wirklich. Man sieht die Stocks hier schon, aber es ist immer noch ein bisschen verwirrend. Ja, ich schieße nicht auf die gleiche Art, sag ich mal so. Ja, Spanninger ist das hier. Toll, das ist das letzte Set heute. Und es macht mich glücklich, dass es das ist. God damn it. Oh, da bin ich ja eh dabei. Er hat ihn genüstert. Nasengames. Einfach genüstert. Natürlich ein Hüster. Oh ja, natürlich ein Hüster. Ach so, Heider hat Tschüss gesagt. Tschüss heute. Tschüss heute. Und noch, tschüss heute. Tschüss heute. Tschüss heute auch in einer halben Stunde. Friends, ich bemühe und muss mal ins Bett bis nächste Woche. Mach's gut, schön, dass du da warst, Mann. Ich hoffe, du kommst jetzt Jedo. Bis Nedo. Ja, bis Nedo. Bis Nedo. Guna Heide, schlaf dich gut Guna, aus. Guna Kono auch, falls er noch da ist. Kono dir auch, mach's gut. Nee, WhatsApp muss man einfach nur einmal schließen und zumachen, dann sieht man den Kontakt. Können wir uns gar nicht mehr unterstellen. Rest in Peace. Digga, Heide weiß einfach über Konos Leben Bescheid, ne? Das ist so krass, ich wusste vorhin, dass er nächste Woche zum Weekly kommt, jetzt weiß ich, dass er schon weg ist. Er steht ja da. Ja. Ich fand nur funny zu denken, Heide weiß was Bescheide. Was ist denn diese? Heide weiß Bescheide. Sie liest den Chat, sorry. Heide ist einfach eine Profi-Streamerin geworden in zwei Tagen. Ohne Spaß. Ey, wirklich, hast du jetzt Stream gesehen? Mach mal den ich habe gestern Emoji gesehen und heute habe ich ganz kurz, als ich auf Arbeit im Keller war, kurz angemacht und habe gesagt, ich kann gar nicht zugucken, aber... Hat sie heute auch gestreamt? Ja, ja. Ah, ich habe geschrieben, ich kann gar nicht zugucken, aber ich will dir viel Spaß beim Knobeln wünschen und dann bin ich wieder rausgegangen. Ich bin nämlich der schlechteste Twitch-Viewer auf Erden, glaube ich. Ich gucke nie zu, ich bin nie auf Twitch.
Ich bin halt immer auf Twitch. Auch irgendwie. Sehr viel. Das, also, wenn ich meinen Computer anmache, dann gehe ich an einem Tab auf Twitch und dann gucke ich, ob jemand online ist, den ich gucken will. Und wenn da niemand online ist, dann gehe ich auf YouTube und gucke da irgendwas. Warte mal, Heide streamt? Ja, seit gestern. Heide ist jetzt Streamerin und das ist. Was macht sie denn? Also, sie spielt gerade Machinarium. Was für ein Ding? Machinarium, das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Meinst du ein kleiner Roboter? Ist absolut cute, du bist ein kleiner Roboter, der frisst dann Fliegen oder sowas. Oh. Das ist sehr süß. Oh mein Gott! Aber das Ding ist also sie sitzt da wirklich, und es waren so, vielleicht so 5 Leute oder sowas, sie hat heute fertig gespielt. Speedrunner? Alter. Sie saß da wirklich so mit so 5 Viewern und hat es geschafft, komplett die ganze Zeit halt irgendwie eine Unterhaltung so zu führen. Mhm. Was ich so, das ist wirklich, also absolutes Streamer-Talent. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit 2 Viewern. Ich kann das nicht mit 500 Viewern. Ja, das ist auch schwer. Ja, ist ja auch viel schwieriger. Nee, aber du hast dann immer so Input. Ah. Also so, weißt du, du kannst ja einfach okay, dann, ja. Ab einer bestimmten Uhr kannst du ja auch halt Input aus dem Chat reagieren, aber wenn halt keiner was sagt, groß. Wir haben gerade beide Eisclimbers gegrabt und in unterschiedliche Richtungen geworfen. Ich habe es nicht gesehen, aber kann das einer Mangel genommen. Heide, mach mal die nächste. Oh, Heide, nicht so humble. Wollt ihr mal Heides Stream-Setup sehen? Das ist absolut absurd. Oh, zack. Es hat nicht mal einen Stuhl, glaube ich. Warte mal. Das ist einfach im Setup. Das ist so. Guck mal, da sitzt sie auf so einem. Ding. Und dann ist, ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ja, der Monitor. Sie sieht ein bisschen. Das ist ihr Monitor. Das ist der Monitor. Nein, das ist ihr Monitor. Sie meinte, sie hat nur. Sie meinte, ihr Laptop-Monitor funktioniert. Stimmt, das ist ein bisschen pink. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gegettet, dass sie. Oh mein Gott, das ist ja so geil. Sie hat sich da noch reingemalt. Sie hat sich da reingemalt. Aber mit so einem abgetrennten Bein hier unten. Abgetrennte Beine halt. Nee, das ist, weil es hinterm Tisch ist. Nee, ich glaub, das sieht man nicht. Das sieht man nicht, weil es hinterm Tisch ist. Ich habe das abgetrennt. Es ist unter dem Hocker, deswegen ist es abgetrennt. Heide, das, was Corona mit dir macht, verliert man ein Bein. Und dann pink oder so. Heide ohne Beine. Ah. Hautdiskoloration dann. Wie bitte? Heide ohne Beine. Dicker, mein Lieblings-Warcraft 3-Spieler, Mikael, vormals bekannt als Lucifer, jetzt bekannt als Lukael. Geil. Der hat sich sein Bein komplett verbrannt und keiner weiß wobei und er tweetet einfach immer nur Bilder, weil er ist auch Koreaner. Ah, ich hab's gesehen, das Bild. Das sieht komplett komisch aus. Er tweetet immer Bilder von so von seinen Blutblasen am Bein und so und sagt so, I should go to hospital. Das ist so geil. Und dann sind immer so 5 Warcraft-Spieler auf Twitter, die dann so sagen so, ja? Best wishes, man. Also ich dachte so, ja, geh bitte ins Hospital, Alter. Nee, die sagen immer nur, get well soon und sowas. Die sind halt so richtig wholesome einfach. Der Hocker ist das Mauspad übrigens. Ah. Da ist die Maus drauf. Dicker, Leute, die Mauspad benutzen, richtig weird, Champ. Hä, ich bin nur zu Hause. Hast du kein Mauspad? Also nein, Dicker! Maus ist einfach. Geht über den ganzen Tisch. Meine Maus funktioniert auf jeder Unterlage. Ich bin halt auch Counter-Strike-Spieler, da braucht man ein Mauspad. Als echter Gamer nämlich. Ja, true. Ich war nie ein PC-Gamer. Ich habe es mit Warcraft 3 probiert und habe ich gesagt, nee, Melee ist es. Original, als ich 11 war, habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich zwischen einem von den beiden Spielen. Nice. Habe mich für Melee entschieden. Dann habe ich Tagetest gespielt, jahrelang. Nice. Dann wurdest du eingeknastet und kaum. Dann wurde ich eingekerkert, ja. Klingt ja nicht gut. Weißt, auf dem Bett. Achso, ja klar. Ich könnte auf diesem Bett gar nicht sitzen, ich würde so Rücken kriegen einfach. Oh. Ja, wenn sie auf dem Bett sitzt und die ganze Zeit von da spielt, ich würde Rücken kriegen. Also vielleicht hat sie ja eine gute Anzahl. Aber Heide ist ja auch noch jung. Ja, da ist halt noch kein Problem. Aber Konzi und ich haben uns heute zum Ziel genommen, füreinander jung bleiben. In ihrem Alter hätte ich dann auch noch gemacht. Füreinander jung bleiben. Füreinander, wir bleiben füreinander, miteinander jung. Nee, füreinander. Nee. Wir werden miteinander älter, aber wir bleiben füreinander jung. Yes. Ich finde es auch geil, dass man älter wird, aber jung bleibt. Nicht jünger, man bleibt älter als ich, oder? Kann das nicht sein? Was? Ich weiß gar nicht, wie alt Heide ist. Heide ist 26. What? Ja, ich glaube, sie ist älter als ich. Dicker, sie hat mir richtig Shit gegeben, dass ich 30 bin. Jetzt, und dann ist selber sie selbst ein 30, fucking Alter. Boomer, Dicker, unfassbar. Sie ist kein Zelenia mehr. Zelenia. Was ist denn Zelenia? Zelenia ist noch so zwischen Millennium und Generation Z. Ich bin Zelenia. Was soll das sein? Welche Jahre? Oh mein Gott! Ich glaube tatsächlich, das endet genau bei 96. Okay. Also halt so ein bisschen diese Zwischen. Das klingt nach was du dir ausgedacht hast, um irgendwie special zu sein. Nee, das ist tatsächlich ein Ding. Heide verlangt übrigens, dass wir heiraten konnten. Und ich meine, also auf eine Art. Hey, das kann gar nicht sein, ich bin schon 95 geboren, das ist Quatsch. Ah, true, das geht nicht dann. Ja. Ach so. Also und sie, lass heiraten, okay? Ja, aber erst wenn wir 30 sind. Und keine Partner gefunden. Okay, erst wenn ich 30 bin. Achso, scheiße. Und keinen Partner gefunden habe. Scheiße. Oh no. Oh no.
Was machen wir jetzt? Oh, heute ist 95. Du musst eigentlich auf den Kölner Dom kehren. Die Treppen. Das muss man auch machen, wenn man 30 ist. Oh mein Gott, Digga. Ey, hätte ich nicht irgendjemanden kennenlernen können in der Zeit. Ja, Mensch. Was macht man da jetzt? Ja, Schmensch. Ach, keine Ahnung. Irgendwann lerne ich jemanden kennen. Jemand, der dich schätzt, so wie du bist. Nee, das wird... So wie du bist. Das tun ja schon alle, das hilft ja nicht. Ja, das ist kein Anspruch mehr. So, ich will auch gar nicht so geschätzt werden, wie ich bin. Hauptsache, oh ja, irgendwie stimmt. Heiraten, damit ich nicht den fucking Dom... Ne? Stimmt, Digga. Heide Dick doch einfach. Ich habe Konzi nämlich mein Lieblingslied auf der Welt zugeordnet. Ja, Digga, natürlich. Klar, das ist sick, super. Ey, ich war auch sehr glücklich, als du mir ein Red Hot Chili Peppers Lied gegeben hast. Ich habe die Velvet Glove gegeben, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist so das geil. Das war auch sehr nice. Sure. Da gibt es so eine Line, die killt mich immer. Alter. Danke, Digga. Heide sagt einfach, wir alle schätzen dich, Dennis. Und Konzi sagt, danke, Digga. Danke, Digga. Für den Song habe ich ihn geschätzt quasi auf eine Art. Stimmt. So wie Dennis hier auch dementsprechend, ne? Jetzt reicht's, Leute. Ich schätze euch auch alle, aber das wird mir langsam ein bisschen zu emotional. Ich weine gleich. Ich schätze euch alle als Er weint wirklich. Man sieht das nicht hier in der Cam. Man sieht nur Mali, wie er absolut abwobbelt. Oh mein Gott, der absolute Abwobbler. Jetzt sich richtig ein... Wegwobbel, Alter. Ja, oh nein, Alex, warum zerstörst du den Wobbel? Oh mein Gott. Ja, da kriegst du natürlich auf den Sack für, logischerweise. Da hat Mali dann auch keinen Bock drauf, dass du ihm diesen perfekten Kill versaust. Das ist echt so. Das ist echt krass. Wobbling! Wobbling! Disgracien! Disgracien! So hat das der Fosinus auch gesagt damals. Da kann der Flacco rausspringen. Fang doch, Mali! Oh! Oh mein Gödi! Oh mein Gott! Und das war's. War's oder ist der dritte Platz fest hiermit? War's 3-1? Es ist 3-1.